Und wie unser Ringsprecher Rob Steamhammer auch gerade ankündigt, wie von mir vorher schon erwähnt, das zweite Ausscheidungsturnier des heutigen Abends, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auch eine Premiere im Lightweight, wie vorher schon angesprochen, in der blauen Ecke, Kovac Henrik vom Bashai MMA. Sie sehen es auch hier für Sie zu Hause hinter den Bildschirmen nochmal die nächsten zwei Kämpfer. Jetzt kommt Kovac Henrik hier zum Ring und dann warten wir auch schon auf seinen Kontrahenten vom Gym 23, Abdulmalik Aliyev. Ja, und diese beiden Turniere verdanken wir dem Matchmaking von August. Ja, auch unser Team entscheidend erweitert worden in den letzten Wochen und Monaten. Die Kampfbauungen dieses Mal angesetzt von unserem neuen Matchmaker, August Khan Gülçül. Wir dürfen auf jeden Fall gespannt sein, was das kommende Jahr noch alles für uns bereithält. Auf jeden Fall einmal die zwei Finals bei der nächsten Vendetta des Amateurturniers. Hier haben wir Henrik Kovac, wie er zum Ring kommt. Nochmal die letzten Instruktionen von den Coaches von der Ecke, dann die Cutman-Behandlung und dann warten wir auch schon auf seinen Gegner aus der roten Ecke, Abdulmalik Aliyev. Ja, und ich muss da auch an dieser Stelle kurz erwähnen, ich bin ja mit dem Matchmaker schon seit ein paar Jahren in engeren Kontakt. Und es war so insgeheim ein wenig ein Traum von uns, Amateurturniere in diese Richtungen zu veranstalten. Jetzt hat August hier eine Plattform gefunden bei Vendetta. Und ja, ich bin auf jeden Fall mit voller Vorfreude auf diese beiden Turniere hierher gekommen. Er hat bis jetzt einen Amateur-MMA-Kampf bestritten. Diesen gewonnen, das war bei der Cage Fight Serie Nummer 11, voriges Jahr im September in Wiener Neustadt. Er trainiert im Gym 23 in Wien, Abdulmalik Aliyev. Ja, und als nächstes kommt Abdulmalik Aliyev in den Käfig vom Gym 23, eines der größten MMA-Gyms in Österreich und in Wien. Ich habe ja den ersten Kampf von Aliyev auch live miterleben dürfen. Jetzt hier Abdulmalik Aliyev auf seinem Weg zum Ring. Ich darf mich natürlich auch nochmal recht herzlich bei all unseren Sponsoren bedanken. Suat Altim Bau GmbH aus Himberg, beim Kent Restaurant, die für das Catering sorgen, bei der Steuerberatung Sonja Mark, beim Manchi Vienna, bei der Magus Bau GmbH, beim Mangal Grillspezialitäten, bei Werther Baustoffe, explizit noch bei Herr Paul Filakowski, bei der Alt und Top Group, ihr Generalunternehmen für Sanierung im Bereich Bau und Technik, der Ausstatter Faitero, unsere Securities von SES, Special Event Security. Natürlich auch ein großes Dankeschön an das Sportpresscenter Maxingstraße für die Pokale, die Medaillen und die Gürtel. Auch das Catering, Restaurant Semetria. Und natürlich das Veranstaltungsteam um Bülent Zaglam, Azu Milanovic, Aygün Meric, Jakub Sivkin, Erhan Döner, die heute für Sie das auf Video und Fotos aufnehmen und damit Sie auch noch lange etwas davon haben. Jetzt ist hier Abdulmalik Aliyev auch schon im Ring. Er wird auch betreut von Selim Topus, der jetzt bei Octagon unter Vertrag ist. Herr Topus jetzt auch bald wieder aktiv bei Octagon zu sehen in ein paar Wochen. Sagen wir mal die letzten Instruktionen von unserem Referee und dann starten wir auch schon in den ersten von zwei Kämpfen unseres Amateur-MMA-Turniers im Leichtgewicht. Ja, und ich muss sagen, das Leichtgewicht ist allgemein für mich eine der interessantesten Gewichtsklassen. Ja, beginnen hier beide jetzt sehr gut. Aliyev sichert sich jetzt hier gleich den Takedown und die dominante Position. Aber Kovac macht das hier auch gut. Und jetzt sichert er sich hier gleich die Full Mount, Aliyev. Jetzt muss Henrik hier aufpassen, dass er hier nicht schon nach 20 Sekunden in eine sehr prekäre Situation kommt. Sieht schon hier
muss hier aufpassen, dass er sich noch weiter verteidigen kann, weil sonst wird der Richter dazwischen gehen. Ja, versucht sich jetzt hier rauszudrehen, muss aber aufpassen, dass er Aliyev nicht den Rücken gibt. Schafft das aber hier gut von Kovac. Okay, ein Treffer an den Hinterkopf. Jetzt wird er hier einmal ermahnt, Kovac. Natürlich viel erlaubt, aber nicht alles. Wirbelsäulen und Hinterkopfbereich natürlich sehr gefährlich, wenn hier drauf geschlagen wird oder getreten wird. Natürlich verboten, aber jetzt hier Kovac klar dominanter, versucht sich jetzt hier den Takedown zu sichern, aber Aliyev kann sich hier noch auf den Beinen halten. Ja, und man sieht auch eindeutig, dass Kovac der erfahrener Kämpfer ist in diesem Kampf. Er hat schon 6 Kämpfe hinter sich, davon 4 gewonnen. Aber jetzt hier schöner Wurf von Aliyev, versucht ihr dann gleich mit hartem Ground and Pound nachzusetzen, aber Kovac verteidigt sich hier noch gut, aber ist hier wieder in der schlechtesten Position, die er sich vorstellen kann am Boden. Aliyev wieder in der Full Mount, bearbeitet Kovac hier mit hartem Ground and Pound, der hält sich hier noch im Kampf. Versucht sich jetzt hier wieder rauszudrehen, muss aber wie vorher schon gesagt aufpassen, dass er hier Aliyev nicht den Rücken gibt, dass er sich hier nicht einen Rear Naked Choke oder einen Bodylock einfängt. Ja, aber... Aber jetzt, Aliyev fixiert ja auch noch die linke Hand von Kovac, wenn das so weitergeht. Jetzt versucht er wieder, aber jetzt das, was ich vorher angesprochen habe, Aliyev hat jetzt auch die Hooks schon drinnen, versucht er jetzt einen Rear Naked Choke anzusetzen. Schafft das auch, hat ihn durchgebracht, aber jetzt haben wir den zweiten Submission-Sieg des heutigen Abends, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Abdulmalik Aliyev gewinnt hier in der ersten Runde durch Rear Naked Choke und zieht somit ins Finale bei der Vendetta 33 ein in unserem Amateurturnier im Leichtgewicht. Ja, und wie Florian schon erwähnt hat, Abdulmalik Aliyev ist der erste Finalist des Turniers im Leichtgewicht. Und wie ich vorher schon erwähnt habe, das Leichtgewicht ist für mich eine der interessantesten Gewichtsklassen, nicht nur im Amateurbereich, auch im Profibereich, vor allem auch international. In der UFC ist Lightweight eine sehr, sehr interessante und starke Gewichtsklasse. Ja, und somit haben wir den ersten Einzug ins Finale. So, jetzt werden noch Fotos gemacht. Zur Urteilsverkündung in den Stand, somit der Top Fighters to the middle, please. Jetzt kommen wir zur Urteilsverkündung. Sieger des Kampfes nach 2 Minuten und 23 Sekunden der ersten Runde durch Rear Naked Choke, Abdulmalik Aliyev. Ich ersuche auch einen sportlichen Applaus für seinen Gegner, Hedrik Kovac. Ja, man hat auch gesehen, Kovac hat auf jeden Fall seine Hausaufgaben gemacht und hat sich auch sehr gut am Boden verteidigt.